Mit der Uraufführung von Mozarts Entführung aus dem Serail am 16. Juli 1782 setzte nichts weniger als die Geschichte der deutschen Oper ein. Schon 1778 hatte Mozart mit dem Gedanken gespielt, sich Joseph II. Als Leiter der deutschen Oper in Wien anzutragen. Nach seinem Hinauswurf aus Salzburger Diensten beschloss Mozart, als freischaffender Komponist in Wien zu leben, und er erhielt zusammen mit dem Hofdichter Johann Gottlieb Stephany vom Kaiser den Auftrag, eine Oper für das neue Nationalsingspiel zu schreiben. Die beiden einigten sich darauf, als Vorlage das Libretto Belmont und Constanze von Christoph Friedrich Brezner zu verwenden, nicht ohne es grundlegend zu bearbeiten. Mozart selbst übte maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung des Textbuches aus. Rückblickend nannte Mozart seine Entführung eine Kleinigkeit. Dennoch war es dieses Singspiel, das ihm als Opernkomponist einhellige Anerkennung verschaffte. Die Deutsche Oper beförderte Mozart mit einem Schlag gleichberechtigt auf die bisher von der italienischen und französischen Oper dominierte Theaterbühne. Die für jene Zeit unerhört tieflotende musikalische Zeichnung der Charaktere und die daraus resultierenden Konflikte, die weit über den üblichen stilistischen und geistigen Rahmen des Singspiels hinausführten, veranlassten Goethe zu dem Ausspruch: Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder. Drei Wochen nach der Uraufführung seines Singspiels führte Mozart dann seine Constanze zum Altar. Das Serail als Inbegriff exotischer Vorstellungen der Europäer ist für Regisseur Adrian Marthaler in seiner Inszenierung Metapher für das Unbekannte und Fremde, die es Mozart ermöglichte, seine Figuren in eine extreme Ausnahmesituation zu versetzen. Fern der vertrauten Umgebung und getrennt voneinander werden vor allem Constanze und Belmonte ganz auf sich selbst zurückgeworfen. Die musikalische Leitung der Neuinszenierung übernimmt Adam Fischer. Unter seiner Leitung sind Sängerinnen und Sänger unseres international gerühmten Zürcher Mozart-Ensembles zu erleben. Eva May als Constanze, Rebecca Olvera als Blonde, Javier Camarena als Belmonte, Alfred Muff als Osmin und Michael Laurenz als Pedrillo. In der Rolle des Bassa Selim ist der aus vielen Inszenierungen am Zürcher Schauspielhaus und am Wiener Burgtheater bekannte Schauspieler Michael Mertens zu erleben. Ich habe deinen Vater viel zu sehr verachtet, als dass ich je in seine Fußstapfen treten könnte. Nimm deine Freiheit, nimm Constanze, segle in dein Vaterland, sage deinem Vater, dass du in meiner Gewalt warst und dass ich dich freigelassen, um ihm sagen zu können, es wäre ein weit größer Vergnügen, eine erlittene Ungerechtigkeit durch Wohltaten zu vergelten, als Laster mit Lastern tilgen. Wen man durch Wohltun nicht für sich gewinnen kann, den muss man ziehen lassen. Mozarts Entführung aus dem Serail ab 26. Mai 2012 am Opernhaus Zürich.